In unserem Fall, das stimmt für jeden, aber in unserem Fall am besten mit Immobilien, denn da liegt das Geld nicht auf der Straße, es steht direkt daneben. Und wenn man jetzt mit Immobilien Geld verdienen will, dann muss man sich die Frage stellen, und das sollte man bei jedweder Art von Geldanlage, es hat mit Verwester allein gar nichts zu tun, sich diese Frage stellen, jeder Anleger sollte es tun, wie soll denn hier eigentlich Geld verdient werden? Wo ist die Wertschöpfung? Wo soll die passieren? Wie soll hier Geld verdient werden? Also welche Strategie soll angewendet werden? Und wenn wir uns mit Immobilien beschäftigen, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten, um mit Immobilien Geld zu verdienen. Möglichkeit Nummer eins heißt, halten und verwalten, so nennen wir das. Das heißt, die Bestandshaltungsimmobilie, ich baue, erwerbe eine Immobilie. Mein Ziel ist die langfristige Vermietung, die Werterhaltung der Immobilie soll dabei gelöst sein. Und ja, meine Einnahmequelle, und das ist das Interessante, ich kann ja nur über die Einnahmequellen, da kann ja nur Rendite daraus entstehen, meine Einnahmequelle ist dabei eben der Mietgewinn, das ist letzten Endes, was übrig bleibt von der Miete. Wenn ich dann noch ein Darlehen hätte, müsste ich das halt auch mit abzahlen und ja, ich muss halt die Immobilie verwalten, ich sage mit Immobilien zum mit Rasen mähen, im übertragenen Sinn. Damit hat Verwester nichts zu tun, das ist ein gängiges Geschäftsmodell, so kann man mit Immobilien Geld verdienen, das ist überhaupt nicht strittig, das ist einfach nur ein anderes Modell. Wie macht Verwester das dann? Der Unterschied dazu ist kaufen und verkaufen, das heißt der professionelle, gewerbliche Handel mit Immobilien. Und das Geschäft tickt vollkommen anders. Das heißt, mit anderen Worten, das Ziel ist natürlich auch Mieterträge mitzunehmen. Wenn wir unser Bargeld nehmen, was wir haben, und kaufen eine Immobilie, können wir uns ja aussuchen, eine leere oder eine vermietete. Blöde Frage, was ist schlauer? Da haben wir wenigstens schon mal einen Mietertrag, wenn wir eine vermietete haben. Ganz klarer Fall. Also, aber zusätzlich Handelsgewinne zu generieren, kann man sich ganz einfach so vorstellen, eine Immobilie hat hier einen bestimmten Wert X. Wir brauchen nicht mal Zahlen dazu, um das Prinzip zu verstehen. Und man kauft die Immobilie unter dem tatsächlichen Wert ein. Im Prinzip nichts anderes, als was passiert, wenn Sie zum Autohändler gehen und sagen, ich möchte mein Auto dran geben, ich will ein neues. Da wissen Sie genauso gut wie ich, jetzt beginnt die orientalische Phase. Ich kriege von dem nie so viel, wie der später dafür wieder verlangt. Und der kriegt später auch nicht so viel, wie er verlangt. Aber dazwischen liegt eben der Handelsgewinn und das ist Handel. Und genauso funktioniert es eben hier. Ich kaufe unter dem tatsächlichen Wert ein, nehme die Miete mit. Und die zweite Wertschöpfungsmöglichkeit neben der Miete ist eben die, dass ich einen Handelsgewinn hier generieren kann. Ob der jetzt wirklich so groß ist, wie das hier steht, mag mal dahingestellt sein. Das kann auch durchaus etwas weniger sein, aber ich habe auf jeden Fall Geschäft gemacht, mehr oder weniger Gutes. Und ich habe, und das ist der Kernunterschied, zwei Einnahmequellen, nämlich den Mietüberschuss plus den Handelsgewinn. Das ist der Unterschied in diesem Modell letzten Endes. Ja, und wenn man das so sehen will, im Kaufen und Verkaufen, im Einkauf liegt der Gewinn, dann ist der Handel noch so klein, so bringt er doch das meiste ein. Und jetzt kann man daraus eine Formel letzten Endes ableiten und kann sagen, okay, der Gewinn eines Tages setzt sich zusammen aus dem Verkaufserlös, was bekomme ich am Ende für die Immobilie, wenn ich sie verkaufe, minus dem Einkaufspreis, wie ich sie gekauft habe, das ist die Handelsspanne, plus den Mietertrag, den ich unterwegs generiert habe. Und dabei passiert dann Folgendes, können wir uns auch ganz ohne Zahlen vorstellen. Das heißt, ich habe eine bestimmte Menge Geld, die ich eben in die Hand nehme, eine Immobilie kaufe, behalte die ungefähr 36 Monate. Das ist so die Kalkulation. Habe in der Zwischenzeit den Mietgewinn und verkaufe das Ding zum normalen Preis wieder weiter. Leuchtet ein. Und jetzt kann ich hergehen, kann das abschöpfen, was ich verdient habe. Da bin ich wieder so weit wie vorher. Oder aber ich bleibe dabei und sage, okay, das wiederhole ich jetzt einfach. Nehme das Geld, was daraus geworden ist und mache das einfach nochmal. Und wenn man sich das anschaut, dann entsteht im Laufe der Zeit natürlich ein größeres Volumen. Und nur so können unterm Strich im Laufe der Dauer überdurchschnittliche Renditen entstehen. Allein aus der Miete kann man nicht auf Dauer Renditen entstehen lassen, die ja, im zweistelligen Bereich liegen. Das dürfte kaum möglich sein. Es dürfte es wenig Immobilien geben, die das überhaupt können. Ja, deswegen muss man sich jetzt einmal betrachten. Ist ja nett, wenn man das Modell sich so vorstellt, aber wo sollen die Immobilien herkommen? Und gibt es überhaupt genügend Immobilien?
Denn wenn man dieses Modell eine Zeit lang weitermacht, wird das Ding ja immer größer. Also braucht es ja auch einen Markt, wo man günstige Immobilien herbekommen kann. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, die kriegen wir deswegen, weil wir so nett sind, also Entschuldigung, ja, oder weil wir so tolle Beziehungen haben, mag ja durchaus sein, aber es glaubt Ihnen nicht wirklich einer. Gehen Sie mal zum Kunden und erzählen Ihnen das, der lacht Sie aus. Das erzählst du ruhig weiter. Ja. Also muss es plausible Erklärungen geben, logische Erklärungen geben, wo das herkommen soll. Und deswegen müssen wir kurz uns den Immobilienhandelsmarkt in Deutschland anschauen. Sie haben vielleicht vorhin gesehen, dass wir auch in anderen Ländern unterwegs sind. Auf der einen Grafik war das drauf. Nur vertriebsmäßig. Immobilieninvestitionen erfolgen in dem Immobilienhandelsmarkt in Deutschland. Ja, deswegen muss man sich jetzt die Frage stellen, wo gibt es geeignete Immobilien? Wie war unser Modell? Wie wollen wir einkaufen? So günstig wie möglich, richtig? Weil das ist, was im Einkaufssprache habe ich schon verdient. So günstig wie möglich einkaufen. Der nächste Schritt, wie wollen wir vermieten? Natürlich so gut wie irgendwie nur möglich. Und der dritte Schritt, wie wollen wir verkaufen? Natürlich so teuer wie irgendwie möglich. Dann ist dieses Modell voll ausgeschöpft. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wo gibt es geeignete Handelsimmobilien überhaupt? Wie muss die aussehen? Der Einkaufspreis, das ist unsere ganz feste Größenordnung. Die finden Sie auch an den festen Investitionskriterien, kommen wir später kurz nochmal drauf, aber hier sehen Sie es schon mal gleich. Es gibt eine Mittelverwendungskontrolle, die nichts anderes tut, als festzustellen, stimmen diese harten Kriterien. Es gibt kein Geld für den Handel von Immobilien, wenn nicht 50 bis maximal 70% des Verkehrswerts für den Einkauf gegeben sind. Also würde eine Immobilie 80% vom Verkehrswert haben, geht es überhaupt nicht. Kann doch so schön sein. Wir brauchen keine schönen Immobilien, sondern wir brauchen Immobilien, die gut vermietet sind, die günstig sind und die, weil sie günstig sind, auch für einen, der es uns abkaufen soll, wieder interessant sind. Nachgewiesener Mietertrag mindestens 10%. Jetzt Frage, wo gibt es denn 10% Miete? Ja, habe ich kürzlich in Österreich gefragt, da hat jemand gesagt, dann müsste halt eine rote Laterne draußen hängen. Ja, so viele Immobilien gibt es wieder nicht, wo da rote Laterne draußen hängen kann. Ne? Also, was heißt hier nachgewiesener Mietertrag mindestens 10%? Wo gibt es 10% Miete? Die gibt es nicht. Also, wieso dann da 10%? Das Ding ist sehr einfach. Prozentrechnen heißt ja immer von was. Wenn ich jetzt eine Immobilie habe, die beispielsweise, der schreibt, das ist schön, 1 Million wert ist. Sowas gibt es ja. Und ich bekomme, in Deutschland liegt der Mietertrag wo? Zwischen 6,5 und 7,5%. Wenn man das mischt. Also liegen wir in der Mitte bei 7%. Und ich bekomme 7% Miete, dann sind es nach Adam Riese 70.000 Euro. Wenn ich diese, dann habe ich also 7%. Wenn ich diese Immobilie kaufe, sagen wir mal, für 700.000 Euro, also diese berühmten maximal 70% des Verkehrswertes, dann bekomme ich immer noch wie viel Miete? Nur 70.000 Euro, daran ändert sich ja nichts. Ja, das interessiert ja, es täte manchen Mieter interessieren, aber es geht nichts an, sagen wir mal so. Ja. So, und wenn ich jetzt 700.000 auf den Tisch gelegt habe, das sind meine Gestehungskosten, ja, und kriege 70.000 Euro Miete, dann sind es eben logischerweise 10% Ertrag. Und da reden wir immer von Ist-Ertrag, nicht was potenziell, wenn man noch ein paar Wohnungen vermieten würde, dann rauskäme theoretisch. Absolut ist 10%, egal bei welchem Vermietungsstand. Also wenn auch nur halb vermietet wäre, müssten es trotzdem schon die 10% sein. Und das sind harte Kriterien. Gut, so viel dazu zum Verstehen. Ja, nur Qualitätsimmobilien in guter Lage, ohne Reparaturstau. Sie können sich das wieder ähnlich vorstellen wie beim Autogeschäft, mit dem Autohändler. Wenn einer da flotte Geschäfte machen will, dann darf er noch nicht erst das ganze Ding nochmal zusammenreparieren müssen, neue Kotflügel hin und sonst was. Das wäre dann das Geschäft für den Blechbatscher, ja, und für den Lackierer, aber nicht das Geschäft für den Autohändler, weil es ja nur Geld kostet. Und genauso kann man es hier vergleichen.
in guter Lage, ohne Reparaturstau, also Immobilien, die im Zeitraum, wenn man sie hält, ungefähr 36 Monate, dann auch wieder ohne große Reparaturen verkaufen kann. Dass man mal einen Flur streicht, ist selbstverständlich im Hausflur, ne, wenn man so Wohnblocks hat. Die Kinder mit ihrem, was der Kuckuck, Bobbycar und was als sonst möglichen Vorrätchen, dann ist halt mal der Flur mal zu streichen. Aber ich sage immer Alpina-Weiß, ne, das gibt es in jedem Baumarkt, das ist nicht das Große. Also nichts sanieren, nichts renovieren, keine Reparatur statt. Ja, da gibt es eine ganz klare Quelle, wo Sie das einkaufen können, nämlich das sind die Zwangsversteigerungen. Und bei der Zwangsversteigerung wissen wir alle, 7/10-Lösung, 70%, deswegen haben wir hier auf 50-70% stehen, 70% müssen geboten werden beim ersten Zwangsversteigerungstermin, sonst geht die Immobilie nicht weg, schon vor Gesetzeswegen. Und das ist für uns der denkbar schlechteste Fall, die 70%. Jetzt sagt manch einer, ja, aber da steigern doch manche mehr. Die wollen dann 80% oder 90% zahlen. Das sage ich, die sollen 120% zahlen, das ist mir wurscht. Was wollen wir? Wir wollen einen günstigen Einkauf haben. Und jemand, der dann sagt, ich zahle 80%, 90%, 100% des Verkehrswerts oder vielleicht sogar noch mehr, das ist jemand, der tickt im Kopf nach dem Motto, haben wollen. Das ist vielleicht die Immobilie irgendwo, die ihr schon immer haben wollte. Ne? Der steigert natürlich bis irgendwo hin. Aber das ist nicht unser Geschäftsmodell. Der will drin wohnen, wir nicht. Ja, wie viele Zwangsversteigerungen gibt es im vergangenen Jahr? 73.000 Termine mit insgesamt 11 Milliarden Euro Verkehrswert. Das ist der Fundus, aus dem wir jetzt schöpfen können. Und gucken, wo gibt es bei diesen Immobilien mit den 73.000 Terminen, welche, die für uns speziell geeignet sind. Eins ist ja auch klar, das Einfamilienhäuschen, was versteigert wird, das ist nichts zum Geldanlegen, das interessiert nicht.